Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. Hat der Bitcoin-Preis bereits seinen finalen Boden erreicht oder fällt der Bitcoin-Preis in den kommenden Tagen noch deutlich tiefer? Diese Frage und mehr besprechen wir in dem heutigen Video. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Tageschart und wie ihr wisst, haben wir ja schon vor circa einem Monat hier diese potenzielle Bitcoin-Bärenflagge besprochen. Und die hat sich jetzt natürlich auch ausgespielt. Das seht ihr hier nochmal im Video vom 12.04. Hier haben wir ja schon gesagt, diese Bärenflagge, die sich hier potenziell bildet, ist ein Continuation Pattern. Das heißt also, wir haben eine bärische Abwärtsbewegung in die Flagge gesehen. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wir genau diese Bewegung auch nochmal aus der Flagge hinaus sehen. Und das bringt uns dann hier, wie wir es auch eingezeichnet haben, zu einem Preistarget von ungefähr 30.000 Dollar. Also hier dieser untere grüne Kasten. Und wenn wir uns das hier auch nochmal anschauen, wir können hier einfach nochmal die Oberseite der Flagge mit der Unterseite verbinden, legen das hier auf die potenzielle Breakout-Stelle, die ja jetzt auch unsere Breakout-Stelle war, dann seht ihr, das bringt sich jetzt ziemlich genau in den grünen Kasten, also in die 30.000-Dollar-Zone, die wir also jetzt hier auch abgearbeitet haben. Das heißt also, die Flagge hat hier sein Preisziel erreicht. Das war so hier ein Short-Trade, den man mitnehmen konnte, von ungefähr 25% hier in diesen grünen Kasten hinein. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, hat Bitcoin jetzt schon seinen finalen Boden erreicht oder werden wir in den kommenden Tagen noch einen deutlich niedrigeren Bitcoin-Preis sehen? Und auf diese Frage möchten wir jetzt etwas eingehen. Und die Antwort auf diese Frage wird für einige Zuschauer jetzt bestimmt ziemlich enttäuschend sein, aber meiner Meinung nach ist es ja noch deutlich zu früh, um sagen zu können, ob jetzt hier die 30.000 bis 28.000 Dollar Zone, also die untere Seite unserer Range, die Sommertiefs, der Boden war. Denn ihr seht, wir haben jetzt hier erst wenige Tageskerzen in dieser Zone geschlossen. Und wenn wir uns mal vorherige Bodenbildungen anschauen, seht ihr, dass das deutlich länger dauert. Wir gehen jetzt hier mal zurück zu den Tiefs hier aus 2021, wo wir hier auch die untere grüne Box als Boden final angetestet haben. Aber hier seht ihr auch schon mal, wir haben hier diese Zone immer wieder angetestet hier, ihr seht wirklich mehrere Male, wurden hier immer wieder aufgekauft und haben dann hier eine Range gebildet, ungefähr zwischen 30.000 Dollar und ungefähr so 38.000 Dollar. Und ihr seht, wir hatten dann hier eine Akkumulierungsphase, sind hier seitwärts gelaufen, das wenn wir abmessen, um ungefähr 60 Tage sind wir hier seitwärts gelaufen, also ungefähr 2 Monate hat hier die Bodenbildung gedauert, bis wir dann hier den Breakout aus dieser Range hatten. Und dann war es ja ziemlich offensichtlich, dass wir den Boden erreicht haben. Wer sich noch erinnert, damit sind wir auch hier long dann gegangen mit diesem Breakout über diese abfallende rote Linie. Noch ein weiteres sehr gutes Beispiel ist der Bärenmarktboden von 2018, den wir uns jetzt noch einmal anschauen können. Dann gehen wir hier zur Seite und da sehen wir hier eigentlich auch ziemlich genau dasselbe Bild. Ihr seht, wir haben hier auch eine Range gebildet, ungefähr bei 3.300 Dollar bis hier oben ungefähr 4.200 Dollar. Und hier seht ihr auch, wir sind öfters hier auf die Unterseite der Range gekommen, wurden hier immer wieder aufgekauft, sind hier länger seitwärts gelaufen. Ihr seht hier die Bodenbildung sogar ungefähr 120 Tage gedauert, also ungefähr 3 Monate. Und hier war dann dasselbe Bild. Nach dieser Reakkumulierungsphase, nach dieser 3-monatigen Seitwärtsphase, hatten wir dann hier am Breakout aus der Range. Und dann seht ihr, hatten wir hier nochmal eine schöne Aufwärtsbewegung. Das bedeutet also, wenn wir jetzt diese Bodenbildung vergleichen mit der aktuellen Situation, seht ihr einfach, dass wir hier noch viel zu wenig Datenpunkte haben. Wenn wir zum Beispiel hier so ein Bild sehen, wo wir hochkommen auf 34.000 Dollar, nochmal runter auf 28.000, werden aufgekauft, sehen dann vielleicht hier auch über 1-2 Monate solch eine Seitwärtsphase, bilden diese Range und sehen dann den Breakout aus der Range hinaus, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich hoch, dass wir hier eine Bodenbildung hatten, final, und dann hier auch nochmal mit einer wirklich nachhaltigen, länger andauernden Aufwärtsbewegung rechnen können. Also zu dem jetzigen Zeitpunkt, aber hier einfach noch viel zu früh, um wirklich sagen zu können, ob wir den Boden gebildet haben oder nicht. Das bedeutet also, was ist jetzt hier meine genaue Strategie? Ihr seht einmal hier unten in der 38.000 bis 28.000 Dollar Range haben wir einen sehr starken Support. Zusätzlich sind wir hier schon von dem Allzeithoch ungefähr 56% entfernt, haben hier so schon einen großen Discount. Zudem haben wir hier auch sehr viele Indikatoren, die uns anzeigen, dass wir dem Boden schon recht nahe sein sollten. Wir haben hier einmal den Bitcoin Realized Preis. Das ist ja einfach nur der Durchschnittswert aller gehandelten Bitcoin. Der liegt ungefähr bei 24.000 Dollar, also hier schon relativ nah unserem jetzigen Wert. Ihr seht, wann immer wir hier unter diese grünen Linien gefallen sind, war das hier immer sehr nah an dem Boden und ein sehr guter Zeitpunkt, um langfristig nachzukaufen. Zusätzlich haben wir beispielsweise noch den MVRV-Score, der zeigt uns auch an, ob der Bitcoin eher überkauft ist, ob wir zu stark abverkauft sind. Ihr seht auch hier, wann immer wir den grünen Kasten erreicht haben, war das hier der finale
Boden. Hier sind wir dem grünen Kasten auch schon sehr nahe gekommen. Das heißt, also jetzt ist hier auch schon kein schlechter Zeitpunkt, laut diesem Indikator nachzukaufen. Und wir haben hier noch eine ganze Reihe weiterer Indikatoren. Hier haben wir noch das Identity Adjust Dormancy Flow. Hier sind wir auch in dem grünen Kasten. Deshalb ist hier auch immer ein guter Zeitpunkt, um nachzukaufen. Reverse Risk zeigt uns hier auch eine Kaufgelegenheit an. Und der Meyer Multiple, der einfach nur den Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie zeigt, ist hier auch schon unter dieser grünen Linie gefallen. Das war historisch auch immer ein guter Zeitpunkt, um nachzukaufen. Das heißt also, wir haben hier eine Reihe von Indikatoren, die uns sagen, dass wir hier dem Boden schon relativ nahe sein sollten und dass jetzt auf jeden Fall nicht der schlechteste Zeitpunkt ist, um nachzukaufen. Deswegen, wie ihr wisst, bin ich hier auch so vorgegangen, dass ich jetzt einfach mit einer Tranche hier in dieser 30.000 Dollar Zone schon nachgekauft habe mit meinen Trading Profiten. Und falls wir hier aus dieser Range runterfallen sollten, haben wir in dem letzten Video schon das Worst-Case-Szenario besprochen. Das wäre dann die 200er Simple Moving Average auf dem Wochenchart. Ihr seht hier nochmal, die war bisher immer der Boden nach jedem Bärenmarkt, nach jeder Kapitulation. Hier haben wir immer ganz genau den Boden gefunden, nochmal einen Aufwärtstrend gestartet. Das heißt also, falls wir jetzt unter den Sommertiefs von 2021 schließen sollten, also unter diesem grünen Kasten hier bei 28.000 Dollar, dann rechne ich mit dem Worst-Case-Szenario, was wir in dem letzten Video besprochen haben, und dass wir runterfallen auf die 200er Simple Moving Average auf dem Wochenchart, die momentan hier bei 22.000 Dollar liegt. Und hier würde ich dann nochmal final mit meiner letzten Tranche nachkaufen. Das ist also hier meine Strategie, wie ich für mein langfristiges HODL-Portfolio nachkaufe. Okay, nachdem wir jetzt also hier die Strategie zum langfristigen Nachkaufen für unser HODL-Portfolio besprochen haben, können wir natürlich auch noch auf kurzfristige Trades eingehen. Dafür wechseln wir hier einmal kurz auf den 4-Stunden-Chart. Und hier seht ihr auch, wir haben in dem letzten Video besprochen, wir achten jetzt auf den niedrigen Zeiteinheiten darauf, ob wir hier irgendein bullisches Pattern sehen, ob wir vielleicht einen doppelten Boden sehen. Wie ihr seht, hat sich jetzt hier eine Inverse Head and Shoulders geformt. Ich habe hier die Nackenlinie schon eingezeichnet. Ihr seht, wir haben hier die linke Schulter, hier unten den Kopf und dann die rechte Schulter. Die Inverse Head and Shoulders ist ein bullisches Pattern und hat somit eine höhere Wahrscheinlichkeit, nach oben auszubrechen. Allerdings werde ich hier nicht gleich long gehen, sobald die Nackenlinie gebrochen ist. Ich möchte mich hier vor einem Fake-Out schützen und deswegen achte ich natürlich auch noch auf die Marktstruktur und werde hier erst long gehen, sobald wir es hier schaffen, über die letzten Hochs nochmal zu steigen, also ungefähr auf 31.800 Dollar. Das wäre hier mein Long Entry und ihr seht auch auf dem Tageschart 31.800 Dollar. Das wäre hier auch nochmal über dem grünen Kasten, also auch hier auf dem Tageschart über den letzten Hochs. Und dann ist hier meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, sobald wir einen Tagesschluss über 31.800 Dollar sehen, dass wir nochmal eine Aufwärtsbewegung hier vielleicht auf 34.000 Dollar sehen. Das heißt also, wenn wir hier nochmal kurz auf den 4-Stunden-Chart wechseln, die 34.000 Dollar passen ziemlich genau hier zu dem Preistarget von der Inverse Head & Shoulders. Dann messen wir hier einmal die Spanne nach unten bis zum Kopf, legen sie hier auf die potenzielle Breakout-Stelle und da seht ihr, das bringt uns hier ungefähr auch in die 34.000 bis 35.000 Dollar Range und vor allem auch, wenn wir hier noch die Fibonacci Retracement Level auf die letzte dynamische Abwärtsbewegung anlegen, seht ihr auch, haben wir das 0,6er Fibonacci Retracement Level hier auch in der 34.000 bis 35.000 Dollar Range und ihr wisst ja, wie das ist, nach einem längeren Abverkauf kommt irgendwann auch mal eine Gegenbewegung. Das heißt nicht, dass der Abwärtstrend gebrochen ist, sondern einfach nur in dem übergeordneten Abwärtstrend eine kurzfristige Gegenbewegung. Man kann es auch Dead Cat Bounce nennen und der Dead Cat Bounce geht eben oft an das 0,68er Fibonacci Retracement Level, was eben hier genau auch bei dem technischen Preistarget liegt. Deswegen, sobald wir es schaffen, über 31.800 Dollar zu steigen, werde ich der Long gehen in Richtung der 34.000 bis 35.000 Dollar, also dieser grüne Kasten, werde den Stop-Loss hier unter das letzte Tief legen, also ungefähr auf 29.100 Dollar. Dann haben wir hier ein Risiko von ungefähr 6% und eine potenzielle Upside hier von ungefähr 8%. Ist für solch einen kurzfristigen Trade noch ein akzeptables Risk-to-Reward-Verhältnis? Das wäre also hier ein potenzielles Long-Trade-Setup. Und Short würde ich hier erst nochmal gehen, wenn wir wirklich auf den verschiedenen Zeiteinheiten, also hier auf dem 4-Stunden-Chart, auf dem Tageschart und auf dem Wochenchart, unter dem letzten Tief schließen. Das bedeutet also hier unter den 28.000 Dollar auf dem 4-Stunden-Chart, das seht ihr auch hier noch auf dem Tageschart, sobald wir hier unter diesen grünen Kasten fallen sollten, von unten dann hier nochmal abgelehnt werden an den 28.000 Dollar, dann würde ich hier auch Short gehen. Das erste Target wären dann hier auch die 25.000 Dollar, das wäre auch hier dieser Rig und das zweite Preis hier wäre dann die 200er Simple Moving Average, die können wir hier auch nochmal kurz von dem Wochenchart auf dem Tageschart einblenden. Ihr seht, die liegt hier bei 22.000 Dollar. Das heißt also, sobald wir hier einen Ausverkauf
unter die 28.000 Dollar sehen, dann hier einen erfolgreichen Retest, würde ich hier Short gehen, den Stop-Loss über das letzte hochlegen, also über 31.800 Dollar. Erstes Preisziel 25.000 Dollar, zweites Preisziel wäre dann 22.000 Dollar. Das heißt, es wäre hier ein Risiko von ungefähr 10% und eine Downside, was ja hier so gesehen unser Profit ist beim Shorten, ist bis zum ersten Preisziel auch von ca. 10% und bis zum zweiten Preisziel ungefähr von 20%. Das wäre dann also hier mein Short Trade Setup, sobald wir unter den 28.000 Dollar schließen sollten. Zusätzlich, um uns noch vor einem Fakeout zu schützen, können wir noch einmal auf den Lux-Algo-Indikator schauen, für alle, die den Lux-Algo-Indikator haben, und natürlich auch auf die traditionellen Märkte. Schauen wir zuerst auf den Lux-Algo-Indikator. Hier wisst ihr ja, hatten wir den bestätigten Short seit ungefähr Ende April. Wir hatten hier bis zum tiefsten Punkt ein Short-Signal von 37,83%. Aber ihr seht, in den unteren Reversal-Bändern hier haben wir erstmal nochmal Support gesehen. Deswegen haben wir auch hier in der 28.000 bis 30.000 Dollar unsere Profite realisiert. Und ihr seht, zu dem jetzigen Zeitpunkt hier ist immer noch das Short-Signal vorherrschend. Die Kerzen sind noch rot. Allerdings ist der Trend-Catcher hier jetzt schon grün geworden. Das heißt also, wenn wir den Breakout hier sehen, über 31.800 Dollar, kann man hier auf dem 4-Stunden-Chart noch darauf achten, ob die Kerzen nochmal grün werden. Wir haben ein bestätigtes Long-Signal erhalten. Wenn wir dieses erhalten, haben wir einfach hier nochmal eine doppelte Bestätigung, dass wir jetzt höchstwahrscheinlich eine Aufwärtsbewegung sehen. Und ihr seht dann auch, das Preistarget passt jetzt zu unserem technischen Preistarget. Denn hier oben ungefähr bei 35.000 Dollar beginnen dann die Reversal-Bänder. Hier sollte man dann nochmal Teilprofite realisieren. Allerdings sollten wir hier keinen Breakout sehen und wir fallen, wie gesagt, unter die 28.000 Dollar. Dann ist ja weiterhin das Short-Signal bestätigt. Dann rechne ich nämlich damit, dass der Trend-Catch auch nochmal rot wird. Und ihr seht, die Support-Bänder sind dann auch hier unten erst nochmal bei unserem technischen Preistarget hier von 25.000 Dollar. Hier könnte man dann auch nochmal Short-Profite realisieren. Ansonsten, wie ihr wisst, achte ich noch auf den Nasdaq. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine sehr hohe Korrelation zu dem Nasdaq gesehen. Hier haben wir auch unsere Zielzone erreicht. Wir haben ja gesagt, nachdem hier die 13.000 Punkte als Support gebrochen sind, rechnen wir damit, dass hier der Chart runtergeht auf 12.000 bis 11.700 Punkte. Wir hatten hier einmal diesen horizontalen Support bei ungefähr 12.000 Punkten und gleichzeitig haben wir ja noch auf das 0,5er Fibonacci Retracement Level geachtet. Das haben wir auch hier punktgenau erreicht bei ungefähr 11.700 Punkte. Das heißt, unsere Supportzone hat hier erstmal gehalten und ihr seht auch, wir haben hier eine recht bullische Candle, da wir eben hier einen sehr langen Docht nach unten haben, der hier komplett aufgekauft wurde. Das bedeutet also, wenn jetzt am Montag nochmal die Börse öffnet und wir sehen, dass wir hier dann starten und die 12.000 Punkte als Support halten können und hier nochmal eine Aufwärtsbewegung sehen Richtung 13.000 Punkte, also hier einen kleinen Bounce, dann rechne ich auch damit, dass die Bitcoin und generell die Kryptowerte nochmal nach oben ziehen. Dann würde ich eher den Long Trade eingehen. Sollten wir allerdings hier sofort nochmal unter die 12.000 Punkte runterfallen, dann wäre das hier nochmal ein Schwächezeichen und dann würde ich eher das als Short-Bestätigung hier nehmen und dann eben warten, bis der Bitcoin unter 28.000 Dollar schließt und dann hier den Short-Trade, den wir eben besprochen haben, eingehen. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.